Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Herbsttag und habe voll coole News für euch. Und zwar gibt es das Dirndl genau ab heute bis Sonntag, also genau für 4 Tage, um -20%. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Dirndl mit Lederhose tragen kann. So, ich zeige euch jetzt den ersten Look mit Lederhose, und zwar das magische Dreieck. Das magische Dreieck funktioniert so: ihr nehmt die kürzere Seite nach innen, die längere Seite so eine schmale Falte machen, hier in Taillenhöhe den Clip anbringen und jetzt bitte nicht da so rüberziehen, weil dann geht das ziemlich zu, sondern eher locker auf die Seite legen und alles, was zu viel ist, kommt hinten zusammen. Ja? Und dann macht es entweder mit dem gleichen Clip zu oder ihr bringt den Clip da an. Ja, dann kann man ihn ein bisschen enger machen und dann nehmt ihr den zweiten Clip, ich nehme da jetzt einen beigen und nehmt dieses Teil, das quasi da übrig geblieben ist und macht den Clip da drauf, ganz lang und rundherum und oben anbringen. Das ist das magische Dreieck. Ich nehme da jetzt keine Schärpe dazu, weil das würde ich finden, dass das ein bisschen zu viel ist, sondern mir gefällt so eigentlich besser. Und fertig ist Look Nummer 1. So, lala. Und jetzt zeige ich euch den zweiten Look mit der Lederhose. Und zwar nimmt man da die kurze Seite innen, liegt eher schmal. Die zweite Seite habe ich da jetzt einfach lose, lege ich die drauf. Und nehme da den Spitz in die Hand, ja, diesen Spitz. Und genau da bringe ich auch schon den Clip an und gehe einmal rundherum. Ich habe den eher ein bisschen unter Zug, damit das hinten auch schön liegen bleibt. Und dann mag ich, dass da nicht so flatterig haben, sondern eher am Körper. Und das mache ich, indem ich noch einen Clip nehme. Den bringe ich hier an und führe ihn oben herum und bringe ihn da. Da klappe ich das sicherheitshalber nochmal ein, diesen Stoff, damit das einfach fester hält. Bring da den zweiten Clip an und fertig ist der Look. Was sagt ihr dazu? So, dala. Und jetzt zeige ich euch den dritten Look, und zwar das One Shoulder Dress. Das funktioniert so: ihr schlupft in eine Seite rein und die zweite Seite klappt ihr so nach innen, dass das Armloch verschwindet. Ja? Und dann nehmt ihr, verzeiht es bitte, dass ich einen schwarzen BH habe, aber ich habe heute in der Früh einen strategischen Fehler gemacht beim Anziehen. Ich habe nämlich was Schwarzes eigentlich ankommt. Jedenfalls, weißer BH oder hautfarbiger BH, dann nehmt ihr die kurze Seite eher weit über den Busen drüber. Die zweite Seite, das muss schon ein bisschen unter Zug sein, damit das einfach auch beim Tanzen dann halt und nicht auseinanderfällt. Da den Clip anbringen, ich mache das jetzt eher ein bisschen höher, in Taillenhöhe, auch eher so unter Zug, dass ich da die Innenseite wieder mitklippen kann, ja, damit das einfach auch nicht auseinanderfallen kann. Und das wäre jetzt das Dirndl. Man kann da natürlich einen zweiten Clip auch noch anbringen oder eine Schärpe, die gefällt mir jetzt so besser. Und fertig ist der Trachtenlook für dein Event. Bye bye.